Danneberg. Es ist ein bisschen regnerisch. Da müssen wir jetzt durch. Ansonsten, ich habe mir gerade noch so einen kleinen Überblick verschafft. Ich bin recht erstaunt. Also richtig kleiner Platz, aber doch gut ausgestattet. Da gibt es gar nichts zu sagen. Aber gut, nicht viel Arbeit, sondern jetzt einfach mal rumgehen und gucken, würde ich sagen. Ja, auf geht's. Ich bin nicht wichtig, der Platz ist wichtig. Bleib dran, es geht los. So, da schauen wir doch einfach mal. Gehen wir einfach mal gemeinschaftlich rum hier. Guck mal, hier kann man schon mal lecker Fischbrötchen schmausen. Das ist doch auch schon mal eine tolle Sache. Das ist doch immer eine gute Sache. So, dann geht's hier weiter. Zum Breakdance von Familie Rasch, wo ich das sehe. Hinten bin ich reingekommen. So, dann wollen wir mal weiter schauen. So, alles gut. Ja, hoffentlich alles gut, auch hoffentlich alles zu hören, tontechnisch. So, mal gucken, was gibt es denn hier? Gucken wir uns doch hier mal auf. Aber ich will jetzt Nein, ich mach jetzt. Ey, das ist doch so groß, da kannst du reinfinden. Da hinten ist ein bisschen voll. Das lassen wir mal über Nacht. Was haben wir hier? Okay. Bungee-Trampolin. Ja, ist natürlich jetzt bei dem Wetter auch nicht die Hölle los. Ist ja logisch. Wie gesagt, bisschen verregnet ist es, aber nicht so extrem. Also es sind halt ein paar Tropfen, aber gut, da kann man drüber hinwegsehen. So, hier haben wir ein Scheibenwischer. Ich muss mal ein bisschen rüber gehen, damit ich den gleich richtig ins Bild kriege. Das ist der Air Race von Voss. Hier zu sehen. Ja, ist natürlich, wie gesagt, jetzt gerade nicht so massig los hier, ist ja klar. So. So, dann haben wir hier einen Scooter. Der Scooter ist sehr gut aufgebaut, das gefällt mir gut. Das ist ja meistens das Problem bei den kleinen Plätzen, dass die immer so spartanisch gebaut haben, aber das ist hier nicht der Fall. Das gefällt mir sehr gut. Ganz wunderbar. So, mal gucken. Ja, ein bisschen was zu tun hat er ja. Ja, Schützenfest, wie ich schon sagte. Das heißt, man sieht natürlich auch die Schützengilde hier in der Tracht, sag ich jetzt mal, über den Platz gehen. Ja, es ist sehr wenig los, lese ich hier gerade im Chat. Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich A, der Uhrzeit geschuldet, zu der ich hier bin. Also es ist ja jetzt noch relativ früh. Es ist ja noch, gerade mal müsste ungefähr so 16 Uhr sein. Das heißt natürlich, da ist noch nicht so viel los. Die Festhalle, das sieht man auch, die ist natürlich auch noch leer. Da wird, denke ich, heute Abend noch ordentlich Halligalli sein. Also davon gehe ich mal aus. Ist natürlich für mich jetzt besser zum Film so. Ja, so, dann haben wir hier Musik Express. Das ist Roberka. Achso, ja. Der ist auch gut gebaut, das gefällt mir gut, da gehe ich gleich nochmal hoch. Und mal gucken, ne? Was hier. Ja, der hat den schön gebaut, das sieht gut aus.
Tunnel vernünftig. Neue Runde. Bisschen mehr Licht hat er wahrscheinlich normalerweise im Dach, aber nun gut. Alles noch im Rahmen. So, los geht er. Oh, ein bisschen was ist ja trotzdem. Schönen Blick auf die Puderhalle. Das kann man von oben hier natürlich ganz gut sehen. Schauen wir mal. So, guck mal, hier gibt es nochmal lecker Pizza zu futtern. Das hat doch Art. Das sieht gut aus. Das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. So, hier der Babyflug hat gerade viel zu tun. Den haben wir ja zuletzt in Hamburg-Bergedorf gesehen. Meine ich zumindest. Ja, und überall natürlich die Schützen auf dem Platz, das ist ganz klar. Noch eine kleine Balle hier. Eine kleine Balle. Imbiss hier. Nudeln und gebackene Ente 6,50. Ja, kann man machen. So, noch ein Imbiss hier auf dem Platz. So, hier ist Slushy, der hat natürlich jetzt nicht so massig zu tun. Der hat auch bessere Zeiten schon gesehen, das tut mir natürlich leid. Ja, gehe ich doch hier nochmal weiter. Hier war ich noch nicht. Ja, das ist so, das ist jetzt hier genau die Größe eines Platzes, wo ich exakt diese Live-Rundgänge künftig machen möchte. Also, ne, einfach rumgehen und das dann natürlich auch auf YouTube, da auch nochmal ein Hallo an alle Zuschauer, entsprechend hochladen. So One-Shot als eine Session. Und wie gesagt, die größeren Plätze, wie jetzt zum Beispiel die Kieler Woche, da wird das dann natürlich weiterhin in dem Vlog-Format stattfinden. So schöne Nuss-Mischung hier, hat Art. Ja, wie gesagt, die größeren Plätze kommen dann auf entsprechend anderen Format. So, juhu, hallo, wer auch immer du bist, das Grün ist so schlecht zu lesen hier gerade im Chat. Ich kann deinen Nicknamen leider nicht erkennen, aber juhu zurück natürlich an dich. Eisbude, wunderbar. So, dann sind ja noch ein paar Zuhörer dazugekommen, sehe ich gerade. Ach, schön. Das freut mich doch. Dann nochmal ein Hallo aus Danneberg an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich würde sagen, wir drehen nochmal eine Runde für alle, die den Anfang nicht gesehen haben. Ja, schauen wir doch mal. Gehen wir einfach nochmal ein bisschen rum. Wie gesagt, ein paar Tropfen Regen fallen.
das heißt natürlich, weil es eben ein bisschen regnet, heißt das natürlich auch, dass auf dem Platz nicht so viel los ist. Logisch. Da müssen wir jetzt durch. In diesem Sinne. So, was lese ich hier im Chat? Ich liebe Hirmes, aber traue mich in fast keine Fahrgeschäfte. Nun gut, das muss ja jeder immer selber wissen. Ich meine, ich bin ja mittlerweile in dem Alter, wo der Kreislauf auch nicht mehr so will. Das darf man ja nicht vergessen. Susu lese ich jetzt wahrscheinlich. Ja, jetzt kann ich es besser lesen. Wunderbar. Ja, wie gesagt, das ist natürlich immer so eine Sache. Das muss jeder mal für sich selber, mit sich selber ausmachen. Man soll es halt einfach mal probieren, meine Meinung nach. So, gucken wir doch nochmal. Gehen wir nochmal ein bisschen. Drehen wir nochmal eine Runde hier. So. Bei Susu ist es warm. Hier ist es jetzt nicht so extrem warm. Also kann man nicht sagen. Susu, Breakdancer, ist das was für dich? Kannst du mal sagen, ob das vielleicht, weil ehrlich, Breaker-Sound ist doch eigentlich mit das Schönste, was man auf so einem Platz hören kann. Wer das anders sieht, darf das gerne mal schreiben. Ja, auch hier der Waschbreaker, schön gebaut. Auch ja, Pinneberg war nicht so gut. Also wenn ihr das auf YouTube das Video von Pinneberg mal schaut, der sieht das deutlich besser aus. Wunderbar. Hast du dich noch nicht getraut? Okay. Dann gehen wir weiter. Dann probieren wir das nächste. Nächste Frage. Wie sieht es mit dem Scheibenwischer aus? Da gehen wir jetzt hin. Zum Air Race. Denn mit damit aus? Soundtechnisch relativ leise beim Air Race. Der hat auch einen ganz interessanten. Das wäre was für dich, ja, siehst du mal, haben wir schon was gefunden. Das ist nun wiederum überhaupt nichts für mich. Das ist mir zu ruckelig. Ich brauche immer schön fließende Bewegung, also Musik Express zum Beispiel oder ganz vorne natürlich Achterbahn, ist ja logisch. Das guter, zeitloser Klassiker seit Jahrzehnten. Highway Star. Ich bin jetzt gerade überfragt, wem seiner das ist. Da bin ich jetzt wirklich gerade einmal nicht im Thema. Ja, Musikexpress. Ne? Siehst du, da haben wir doch schon wieder was gefunden. Also fast keine Fahrgeschäfte. Also hier auf dem Platz hätten wir dann Scooter, gehen wir jetzt auch einfach mal von aus. Den wirst du auch mitfahren. Sind wir also bei 4 Geschäften. 3 von 4 ist nicht fast gar nicht. Das ist, glaube ich, eine gute, guter Schnitt. Hier gerade noch mal an, was hier los ist. Wir schaffen den Punkt, bitte.
dann wünsche ich dir noch was. Schau einfach mal wieder rein. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt, schau einfach mal wieder rein. Es wird immer mal wieder Live-Rundgänge geben. Die ganze Saison, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Ja, hier ist tote Hose, hier läuft auch keine Musik, hier ist gar nichts. Das ist ein bisschen schade. Das ist schade. Ah doch, jetzt läuft das, jetzt höre ich das, aber sehr, sehr leise. Na gut, es ist natürlich auch schwer, Scooter gegenüber. Sich dann musiktechnisch zu behaupten, ist ja auch nicht ohne. Ne? Das ist ja dann nicht ohne. Jetzt geht's los. Wir sind doch schon da. Es geht doch nicht los. Wir streamen doch schon die ganze Zeit. Was geht hier los? Also da fehlt's mir ein bisschen an der... Mir fehlt ja jetzt noch irgendwie die Schmalzkuchen. Ne? Also das ist ja nun... Das ist schon mal was bedauerlich. Ne? Ja, noch eine kleine Verlosung. Ach so, ja. Der hat aber hier nichts draufgepackt. Also, den haben wir ja gesehen in Trappenkamp und in Schwerin. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, dann hat er da viel mehr Zeug letztes Mal stehen gehabt. Das ist ja hier so ein bisschen... Ja, wenn es nicht regnen würde, wäre natürlich auf jeden Fall mehr los, ganz klar. Und wie gesagt, ich denke, zum Abend heute wird hier, denke ich, wenn sich der Regen noch legt, wovon ja die Wetterberichte momentan ausgehen, dann denke ich, wird hier heute Abend auch noch ordentlich was los sein. Ja, gerade wird es noch mehr mit dem Regen. Was er kennt, ist halt immer doof musikalisch. Muss ich mir angucken, wie sich das dann darstellen wird. Wie geht's weiter? Nächstes Wochenende habe ich für den Juli noch einen Termin und das ist der Jahrmarkt in Wilster. Immer nur vorausgesetzt, dass ich das schaffe. Das versuche ich am nächsten Wochenende zu machen. Das war dann leider schon der Juli. August habe ich noch gar keine Idee, aber bis Wilster sage ich euch gleich dann Bescheid, was es dann da geben wird. Also in diesem Sinne, bleibt dran. Wer es noch nicht getan hat, darf noch gerne ein Follow bei Twitch da lassen oder ein Abo bei YouTube, wie auch immer, damit es hier auch weitergeht, damit ich auch sehe, das wollt ihr so sehen, wie ich es mache. In diesem Sinne, bleibt dran.